Tunesien wählt am Wochenende ein neues Parlament. Für die 217 Sitze bewerben sich mehr als 15.000 Kandidatinnen und Kandidaten. Für die Wählerinnen und die Wähler viel Arbeit, denn sie haben zum Teil mehr als 60 Wahllisten zur Auswahl. Eine Orientierungshilfe soll eine Fernsehsendung bieten, die an drei Abenden gleichzeitig vom staatlichen Sender der privaten Konkurrenz sowie im Internet auch übertragen wird. Eine Debatte am Fernsehen zu einer politischen Wahl, das ist für Tunesien eine Premiere. Mit Ausstrahlung auf den ganzen arabischen Raum. Daniel Voll. Dies gibt es in Tunesien selten. Das staatliche Fernsehen und die privaten Sender strahlen gleichzeitig die gleiche Sendung aus. Über dem Bildschirm flimmert das Signet «Tunesien wählt», der Auftakt zur ersten Debatte vor den Parlamentswahlen am kommenden Sonntag. Die Diskussionssendungen zu den Wahlen seien Publikumsrenner, sagt der Initiant der Veranstaltung, der deutsch-algerische Politologe Belabes Benkreda. Wir haben ja tatsächlich auch mit den Präsidentschaftsdebatten 60% der Wähler erreicht. Die ersten Fernsehdebatten in einem arabischen Land sind nicht nur Straßenfeger. Sie sorgen auch für Gesprächsstoff am Arbeitsplatz oder in den Cafés. Da schaffen wir einen Moment, der für die Demokratie wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil ein Großteil der Wähler eine gemeinsame Erfahrung eines Diskurses erlebt, die sonst in dieser Form nicht möglich ist, weil der öffentliche Raum und die öffentliche Debatte fragmentiert ist. Je nachdem, welche Medien man konsumiert, die alle politisiert sind, hat man eine bestimmte Wahrnehmung der Welt und der großen politischen Themen. Die Fernsehdebatte ist Teil eines Projekts, das Belabes Benkreda nach dem arabischen Frühling begonnen hat. Die Munadra-Initiative, eine Plattform für Diskussionen in der gesamten arabischen Welt. Weil sie gezielt Junge anspricht, wäre dies frei übersetzt: arabische Jugend debattiert. Debatten bei Munadra gibt es zu einem vorgegebenen Thema, etwa zur Frage, braucht es eine Frauenquote in arabischen Ländern? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsentieren ihre Argumente in einem Spot von höchstens 99 Sekunden Länge. Den Videofilm laden sie auf eine Plattform im Internet, wo er anderen Mitgliedern der Initiative zugänglich ist. Diese entscheiden in einer Abstimmung, welche Argumente am meisten überzeugen. Endspiel ist eine Fernsehdebatte mit vier Teilnehmern. Die jeweiligen Siegerinnen oder Sieger aus dem Wettbewerb zusammen mit Persönlichkeiten, die bei diesem Thema Meinungen prägen. Daneben führt die Initiative auch Debattentrainings in vielen arabischen Staaten durch, sagt Belabes Benkreda. Das Hauptziel der Munadra-Initiative ist, einen freien und öffentlichen Diskurs in der arabischen Welt zu fördern, bei dem auch die Stimmen zu Wort kommen, die man am wenigsten hört, die vernachlässigt sind. Das heißt, die Stimmen der weiblichen Bürgerinnen, der Jugend, der diversen vernachlässigten Gesellschaftsschichten in der gesamten arabischen Welt. Weil wir unsere Debatten auch immer regional gemacht haben, also für die gesamte arabische Welt, war es so, dass wir Themen hatten, die auch länderübergreifend relevant sind. Da ging es um Menschenrechte, um Demokratie, um soziale Modelle. Menschenrechte, Demokratie, Meinungs- und Redefreiheit, Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Dies alles sind Themen, über die in vielen arabischen Ländern eine öffentliche Diskussion kaum möglich ist. Über 30 Fernsehdiskussionen hat die Munadra-Initiative bis jetzt ausgestrahlt. Gut die Hälfte aus Tunesien, wo die Organisation auch ihren Hauptsitz hat. Dieser Standort sei kein Zufall, sagt Belabes Benkreda. Wir haben hier die Möglichkeit, Themen anzugehen, die zum Beispiel in Ägypten nicht angegangen werden dürfen oder in vielen verschiedenen anderen Ländern. Bis 2015 hatten wir noch Möglichkeiten, aus Jordanien zum Beispiel auszustrahlen. Das machen wir nicht mehr. Oder auch in Marokko haben wir zum Beispiel auch Sendungen veranstaltet. Und insofern ist Tunesien tatsächlich jetzt auch 8 Jahre nach dem arabischen Frühling der Ort, an dem man genau über solche Themen sprechen kann und das frei tun kann, auf eine Art und Weise, wie es in anderen Ländern nicht möglich ist. Gesehen werden die Diskussionen aber auch in anderen arabischen Ländern, etwa übers Internet. Dies hat auch bei den Wahldebatten in Tunesien funktioniert. Fernsehsender aus verschiedenen arabischen Ländern haben sie übernommen, in Irak oder Libyen zum Beispiel. In Algerien, wo politische Diskussionen nach der Machtübernahme durch das Militär wieder stark eingeschränkt wurden, setzte sie ein privater Sender mit Sitz im Ausland aus Programm. Dies gehört zur Strategie,
sagt Bilabis Benkreda. Aufgrund der gemeinsamen Sprache und der kulturellen Gemeinsamkeiten ist hier natürlich ein immenses Potenzial, auch Bürger in anderen arabischen Ländern zu erreichen und zu inspirieren. Und wir sehen jetzt schon nach den Debatten, die wir in der ersten Runde gehalten haben, dass also Forderungen schon aufgekommen sind, etwa in Algerien, nach ähnlichen Präsidentschaftsdebatten. Das ist unser ausdrückliches Ziel, diesen Forderungen Rückenwind zu geben. Durchaus denkbar also, dass Monadra bald auch in Algerien bei Wahlkampfdebatten mithilft. Vorausgesetzt, die für Mitte Dezember in Algerien angesagte Präsidentenwahl findet wirklich statt.